Doppel-L-Öhrchen, liebe Freunde der gepflegten elektronischen Unterhaltung. Willkommen zurück zu Let's Play, das Testament des Sherlock Holmes. Kurze Anmerkung zum letzten Mal, die Aufnahme endete ja noch ziemlich abrupt. Das war, weil meine Festplatte voll war. Und heute schreiben wir den... Moment, ich habe das SMS bekommen. Schon ein Weilchen her, vor zwei Stunden. Wo war ich? Ach ja, genau. Festplatte war voll, das ist jetzt frei. Wir haben heute den... Wollte ich immer noch viel nachgucken. 14. Also relativ frisch die Aufnahme. Und wir waren stehen geblieben, dass wir uns... falsch. Abgeschlossen. Ich spüre einen Luftzug. Dahinter muss der Gefängnishof sein. So. Jetzt nicht das Autoritäts mal eben richtig hinsetzen. Hier müsste doch irgendwo... Lässt sich nicht öffnen. Wo war das denn jetzt hier? Das Dings halt. Nein, nicht hier, sondern hier. Wir hatten ja hier dieses Rätsel zu lösen in diesem komischen Schloss. Und ich habe lange hin und her überlegt. Mir ist aufgefallen, dass es spiegelverkehrte Sachen gibt. Und ich glaube, wir müssen wirklich versuchen, die so anzuordnen, nach Farben getrennt. Weiß ich nicht. Ich probiere es einfach nochmal. Zumindest behaupte ich das, ohne es genau zu wissen. Da ist ja schon wieder Kappes hier. So, das passt besser. So, zack, zack. Zack. Nee, das ist doch... Das klappt doch schon wieder alles hier nicht. Ne? So halt. Zurücksetzen. Bloß nicht das Rätsel überspringen. Das machen nur Pussys. Und wir wollen aber ja das Rätsel lösen, deshalb machen wir einfach mal ganz in Ruhe weiter, versuchen, ein System reinzubringen. Wie könnte das denn sein? Also ich will es nach Farben trennen. Die Frage ist jetzt wiederum, dürfen die sich berühren oder nicht? Ich gehe mal fast davon aus, nicht. Das ist aber unlogisch, weil dann sind diese Steine sinnfrei. Drehen kann ich die nicht. Es gibt ja jeweils spiegelverkehrte Stücke dazu, jeweils. Und ich setze nochmal zurück. Also wir haben einmal das Stück und dagegen haben wir das rote Gegenstück hier. Wir haben das und das grüne Gegenstück hier. Ich würde fast sagen, man muss es so machen. Man kann natürlich auch den entsprechenden andersfarbigen machen. So, dann haben wir das so und dann hätten wir das so. Dann hätten wir das so. Dann müsste das dieses sein. Ja, und da verließen sie ihn auch schon wieder. Ach. Sehe ich wieder hier irgendwo was? Das hatten wir schon. Da hängt die Framerate wieder, aber die Tonspur wird noch aufgenommen. 5 Minuten und ich verzweifle schon wieder an diesem blöden Ding hier. So. So. Es ist halt blöd, diesen Stein.
Steinchen hier. Ich weiß jetzt nicht. Ich weiß halt gar nichts. Ich habe gar keinen Anhaltspunkt. Irgendwas. Das könnte man ja noch erklären. Aber das Ding oder das Ding? Entweder müssen wir das irgendwie um die Mitte anordnen, aber dann stellt sich die Frage, müssen sich die Kristalle hier gegenseitig berühren, müssen die sich farblich und muss man die farblich getrennt machen, müssen die im Wechsel sein, müssen die in sich geschlossen sein, das heißt, so, wenn man hier quasi eine Linie zieht, dass da nur noch oben rot, unten grün oder umgekehrt ist. Ach, das sind alles so Fragen, die da in der Welt, die man da abwägen muss. Man darf nicht vergessen, es ist ein Spiel, in dem ich jetzt keinerlei Hinweise auf die Lösung habe. Das wiederum müsste bedeuten, dass es eigentlich ein relativ simples Ding ist. Aber wenn man in so komplexen Strukturen immer hier denken muss, irgendwie so von wegen, das kann sein, das kann sein, das kann sein, das kann sein. Und von Variante 1 gibt es noch 5 Untervarianten, von Variante 2 gibt es noch 3 Untervarianten. Ah. Ich will jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich in komplexen Strukturen denke, aber ich glaube, manchmal mache ich es mir wirklich schwerer, als es eigentlich ist. Oh, was ist denn jetzt hier gerade mit Fraps los? Ah, bestimmt war Antivir gerade aktiv. Wie spät haben wir es denn? Ja, könnte Antivir sein. So. 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 Das müsste es doch jetzt... Jetzt habe ich es genau einmal geschafft. So. Und jetzt? Habe ich es jetzt? Nicht, aber natürlich habe ich jetzt nicht, habe es jetzt nicht. Wäre zu einfach. Warte mal, dann tauschen wir die jetzt einfach mal einfach alle nach und nach aus. Ich kann die gar nicht so einfach austauschen. Moment, zurück mal schnell. Okay. Was ist jetzt mit den beiden? Natürlich nicht exakt gespiegelt. Es ist nicht exakt gespiegelt. Aber es sind jetzt alle, na gut, nicht alle. Tja, das ist es nicht. Jetzt könnte ich überlegen, dass ich die grünen nach oben packe und die nach unten packe. So. 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 Ja. Das ist doch Humbug alles. Ruhig. Ganz ruhig bleiben. Und sonst geht's euch soweit gut? Ich hoffe ja. Mir geht's gerade etwas...
bescheiden, weil ich so ein blödes Rätsel hier lösen muss, wo ich absolut keinen Hinweis habe, wie dieses Rätsels Lösung ist. Mein Fresse. Das ist ein richtig beknacktes Rätsel. Und jetzt sitzt sie da wieder mit runtergelassenen Hosen. Ah, das geht's doch nicht. Das sind diese Frustmomente, die ich in den Kritiken gelesen habe, dass die Rätsel wirklich teilweise sowas von knifflig sind, dass man da, weil es auch teilweise keinerlei Hinweise gibt, wie man das Rätsel zu lösen hat, wenn man so richtige Frustmomente erlebt, und das Spiel am liebsten in die Ecke pfeffern würde. Und ich glaube, so einem Erlebnis bin ich gerade ziemlich nah. Und das gerade erstmal bei 12 Minuten Aufnahme. Mein Gott. Ich könnte mich ja schon wieder aufregen, ne? Aber ich tue es nicht. Ich könnte mich ja aufregen. So. Ein Kristall guckt raus. Warum guckt der raus? Wie kriege ich sie jetzt eingebaut? Kann man die Dinger dann wirklich nicht drehen? Nee. Und ich wette gleich, sagt Holmes wieder Kinderspiel. Ja, nee, ist klar. Guck mir das jetzt einfach mal an. Und denke mir, das ist das Rätselslösung. Wenn ich den jetzt darüber schiebe. Müsste ich den quasi einmal... Da ist das Problem, das ist das Problem. Also ich glaube schon, dass das Rot und Grün, dass die Farben grundsätzlich richtig angeordnet sind, weil es gibt Steine, die verbieten es bei Grün, zum Beispiel das nach oben zu legen, weil dann hat man bei dem